Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Immer wieder erschüttern Bilanzskandale die Finanzmärkte. Sie zu verhindern, das ist Aufgabe der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, kurz DPR. Sie nimmt dafür die Bilanzen deutscher Unternehmen genau unter die Lupe. Wie sich die Fehlerquote zuletzt entwickelt hat, darüber spreche ich jetzt mit Edgar Ernst, er ist Chef der DPR. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Hallo. Herr Ernst, Sie wählen ja jedes Jahr deutsche Unternehmen aus und untersuchen die Bilanzen nach Fehlern. Zuletzt lag die Fehlerquote bei 15%. Das ist ja eine ganz gute Quote, wenn man bedenkt, dass zu Beginn der DPR 2005 die Quote noch bei 25% lag. Warum machen die Unternehmen immer weniger Fehler? Ja, ich glaube, wir haben unter anderem auch eine gewisse präventive Funktion. Uns gibt es ja schon seit über 10 Jahren. Das heißt, die meisten börsennotierten Unternehmen kennen uns. Man ist eben in diesem Prozess drin. Aber ich glaube, auch intern bei den Unternehmen hat das Thema einer guten Bilanzierung eine höhere Gewichtigkeit bekommen. Also ich denke daran, dass die Prüfungsausschüsse der Unternehmen sich auch um das Thema Bilanzierung oder auch dann Prüfung seitens der DPR kümmern. Interessant ist ja, dass die Quote in den vergangenen Jahren relativ konstant geblieben ist, also mal 15, mal 16%. Man hat das Gefühl, sie geht nicht mehr runter. Sind Sie mit der Arbeit jetzt an eine Grenze gestoßen? Ja gut, das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, ob das eine Grenze ist. Sie haben völlig recht. Es gibt immer wieder Unternehmen, die schon Bilanzierungsfehler haben. Ob das ein bisschen weniger noch sein wird, ich weiß es selbst nicht. Aber ich würde nie sagen, das ganze Thema wird auf null runtergehen. Das halte ich für unmöglich. Warum geht denn die Fehlerquote nicht weiter runter? Ja gut, es gibt unterschiedlichste Ansatzpunkte. Ich glaube, ein Punkt ist eben auch, dass natürlich die Rechnungslegungsvorschriften recht anspruchsvoll sind. Und wir haben einfach auch die Situation, dass wir Unternehmen haben, die beispielsweise noch nie Akquisitionen durchgeführt haben. Dann plötzlich kommt eine neue Akquisition. Wie wird die abgebildet? Alles diese Fragen, also auch neue Themen kommen dazu. Aber es gibt eben auch Bilanzierungsthemen, die eben auch kontrovers diskutiert werden können. Und dadurch bleibt immer sozusagen ein Rest, der dann zu einer fehlerhaften Rechnungslegung führt. Kritiker bemängeln ja, dass es relativ lange dauert, von dem Moment, bis Sie ein Unternehmen untersuchen, bis dann wirklich die Veröffentlichung im Bundesanzeiger stattfindet. Also wenn man jetzt beispielsweise mal reinguckt, sieht man oft Fehler aus den Geschäftsberichten 2016, zum Teil sogar 2015. Ja. Woran liegt das, dass das so lange dauert? Ja, also zunächst mal von der Abfolge her. Man darf eins nicht vergessen, wenn wir uns das Jahr 2017 anschauen. Das sind ja die Fälle, die wir uns anschauen, also 31.12.2017. Da muss das Ganze erstmal intern bei den Unternehmen durch die Entscheidungsprozesse laufen. Dann sind wir dran, aber ganz zum Schluss. Und wir können ja nicht sozusagen alle direkt am Anfang machen. Das bedarf also einer gewissen Zeit. Letztlich ist es so, wir brauchen im Durchschnitt 8,5 Monate. Davon sind ungefähr 40% unter 6 Monate, 40% unter zwischen 6 und 12 Monate und 20% länger wie 12 Monate. Und es gibt eine eindeutige Zusammenhang zwischen Länge des Verfahrens und der Fehlerquote. Also beispielsweise die ganz kurzen, wie ich sagte, unter 6 Monate 6% Fehler in den letzten 3 Jahren. Dann 12% Fehler bei den 6 bis 12 und die wirklich kritischen Fälle, wo beide Seiten eben auch Zeit benötigen, haben eine Fehlerquote von über 40%. Also das heißt, diese Durchschnittsquote ist eben ein Durchschnitt, aber letztlich repräsentiert er nicht alle Unternehmen gleichzeitig. Jetzt könnte man ja sagen, wenn jetzt heute im Bundesanzeiger der Fehlerbericht kommt, dass es mal einen Fehler gab im Geschäftsjahr 2016. Wenn man böse ist, könnte man sagen, das interessiert ja jetzt heute keinen mehr. Ist das überhaupt dann ein gutes Sanktionsmittel? Ja, also die Fehlerveröffentlichung, Sie haben völlig recht, im Bundesanzeiger, glaube ich, wird eher weniger gelesen. Das ist einfach so, das muss man auch hinnehmen. Es gibt noch einen anderen Punkt. Rein rechtlich werden ja diese Fehler in Deutsch veröffentlicht. Wenn wir jetzt mal die Analysten, die Investoren uns anschauen, dann sind das 70-80% der Menschen, die gar kein Deutsch verstehen. Also das heißt, wir haben hier eine rechtliche Restriktion. Aber ich glaube, das wichtige Thema ist das, was intern damit passiert. Dass also Unternehmen, die Finanzorganisation, der Finanzvorstand schon intern eher ein Problem hat, wenn es zu einer fehlerhaften Rechnungslegung kommt, weil dann natürlich automatisch die Frage kommt, wie konnte uns das passieren und was sagt der Wirtschaftsprüfer dazu? Das ist mehr das Thema, was meines Erachtens dann auch zieht.
Welche Sanktionsmöglichkeiten haben Sie denn eigentlich noch, außer der Veröffentlichung des Fehlers? Ja, wir haben letztlich nur das Thema der Veröffentlichung ganz zum Schluss. Das ist meines Erachtens auch okay. In anderen Ländern sind Geldstrafen und in der Diskussion. Ich glaube mehr oder weniger, weil einfach das Thema Fehlerfeststellung ist ja nur ein Thema. Ich hatte eben schon gesagt, das Thema Prävention, dass wir einen Beitrag leisten, damit über die Zeit eben die Veröffentlichung, das Financial Reporting in der Qualität besser wird. Wenn wir das hinkriegen, sind wir eigentlich zufrieden. Das heißt zum Beispiel Geldbußen oder so halten Sie für nicht zielführend? Ach, ich weiß nicht, ob das wirklich einen wirklichen Impact dann hätte. Also wirklich einen zusätzlichen Nutzen glaube ich nicht. Wenn Unternehmen nichts veröffentlichen, dann ist die BaFin natürlich dran. Dann muss man auch Geld zahlen und. Ob das bei uns etwas bringen würde, glaube ich eher nicht. Herr Ernst, Sie sind ja seit 2011 Chef der DPR. Zuvor waren Sie ja selbst CFO der Deutschen Post und haben auch da Erfahrungen selber mit der DPR gesammelt. Was glauben Sie, hat sich die Beziehung zwischen CFO und DPR in den vergangenen Jahren seit der Gründung der DPR verändert? Also das glaube ich schon. Das war letztlich eine neue Institution, wo man ja letztlich auch nicht wusste, wie das funktioniert. Mittlerweile, wie gesagt, uns gibt es jetzt seit 12, 13 Jahren. Man kennt uns, wir kennen auch die Unternehmen als Beispiel. Also Indexunternehmen werden im Durchschnitt alle 4 bis 5 Jahre geprüft. Das heißt, die waren schon 2-3 Mal dran. Man kennt den Prozess und es ist auch so, dass die großen WP-Gesellschaften ganz spezielle Abteilungen bereithalten, die sich mit den Prozessen DPR-Prüfung kümmern. Also das heißt, es ist schon ein viel engeres Zusammenspiel über die Zeit hat stattgefunden und ich glaube, das ist auch gut so für beide Seiten. Herr Ernst, danke Ihnen schon mal bis hierhin. Ich habe auch für Sie unsere 3 Fragen von Finance.tv mit der Bitte um ganz kurze Antwort, gerne ja, nein. Die erste Frage, kann man Bilanzskandale überhaupt langfristig komplett ausmerzen? Nein, das glaube ich nicht, weil da gibt es natürlich auch immer Personen, die das irgendwie dann fördern und wenn gewisse kriminelle Handlungen fast dahinter stehen, kann man das nicht machen. Zweite Frage, müsste die DPR mehr Sanktionsmittel an die Hand bekommen, um effizienter arbeiten zu können? Das glaube ich nicht. Was man bestimmt machen könnte, wäre das Thema, was wir eben angesprochen haben, eine stärkere Kommunikation nach draußen. Und die letzte Frage, wird die Fehlerquote noch mal signifikant sinken? Signifikant glaube ich nicht. Ich würde natürlich hoffen, dass sie weiter sinkt, aber wie gesagt, signifikant in einen kleinen einstelligen Bereich glaube ich nicht. Ja, wir werden es beobachten. Herr Ernst, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und uns ein paar Einblicke gegeben haben. Danke Ihnen auch fürs Zusehen. Das war Finance TV für heute. Ich hoffe, Sie schalten beim nächsten Mal auch wieder ein. Und bis dahin, machen Sie es gut.